So, hallo und herzlich willkommen beim Toilet Management Simulator nach diesem, ja, beeindruckenden Intro. So, das hier wird also, ja, unsere Toilette, das hier wird unsere Goldgrube, weil, wie man es im Intro schon gesehen hat, scheißen muss man immer. Und ja, der Leitspruch unserer Firma, das Motto unserer Firma ist, scheißen musst du sowieso, schöner ist bei Scarecrow. So, wir gucken mal ein bisschen rum, wir schauen mal, was wir machen können und dann werden wir aus diesem, ja, bis jetzt noch Betonbunker, ja, so eine kleine Goldgrube machen. Wir werden die so richtig, richtig abzocken, ja. So, zack, hier, guck mal, da haben wir zum Beispiel, oh, das wollte ich nicht, oh, jetzt habe ich schon was fallen lassen, das tut mir leid. So, zack. So, hier können wir zum Beispiel schöne Wände machen, komm, das finde ich ganz hübsch. Jetzt haben wir schon Komfort plus 1, ne, das siehst du mal, ne. Leute, hier könnt ihr künftig mit Komfort plus 1 scheißen, das ist doch super. So, zack, warte mal kurz, jetzt nehmen wir das hier noch und dann machen wir noch einen schönen Fußboden. Boah, das gefällt mir jetzt nicht so. Boah, das hier ist so schick, oder? Oder? Komm. Das hier sieht so ein bisschen nach Marmor aus. Das andere sieht so ein bisschen nach guck mal hier, das andere, das sieht so ein bisschen nach Bahnhofsklo aus, hier das da, oder? Das ist nicht so schön. Ne, komm. Natürlich, bei uns gibt es ja Marmor. Oder Marmorimitat wahrscheinlich, ja? Oder das Imitat vom Marmorimitat, vermute ich einfach mal. So, kostet Gott sei Dank noch nichts. Das finde ich super. Decke, da können wir scheinbar nichts machen. Okay. Gut, gut, gut. So, dann machen wir hier mal zu und zu. Und dann gehen wir mal eine Runde einkaufen. Weil wir brauchen ja jetzt natürlich Sachen für unser Klo. Also, was zum Beispiel schon mal ganz wichtig wäre, das könnt ihr euch merken, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr mal ein Klo eröffnen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall ein Klo. Ja, das ist wichtig. Und ihr braucht auf jeden Fall einen Mop. Den gehen wir hier mal holen. Zack, Mop. So, einmal gekauft und, na, Sendner-Toilette, alles klar, weg damit. So, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Klobürste, weil wir wollen das Ganze ja auch sauber machen. So, zack, und Sendner-Toilette. Zack, bring das mal schön in unser Klo. So, dann hier Essen und da haben wir auch irgendwo Trinken, weil wir müssen auch essen und trinken. Dann brauchen wir natürlich noch einen Raumduft, natürlich, ist ja klar. Ja, hallo? Ne? Bei Scarecrows Toiletten, wir müssen uns noch einen Namen ausdenken. Wir müssen uns auf jeden Fall noch einen guten Namen ausdenken. Scarecrows Kackparadies, ja. Bei Scarecrows Kackparadies, ja, bei Scarecrows Kackparadies, da kacken sie nur mit Rosenduft, ja. Senden an Toilette, zack. So, können wir hier denn sonst noch irgendwas brauchen? Eine Spraygun, oh nee, das ist alles noch zu teuer. Ich will erstmal gucken. Vielleicht so ein Pömpel noch, oder? Weil, das könnte unter Umständen, komm, Pömpel noch, zack. Oh Gott, hier geht die Kohle raus. Wir sind nur mit 200 gestartet. Oh, Toilettenpapier. Natürlich gibt es erstmal Standard-Toilettenpapier, das ist ja klar. Hallo? Zack. Und, oh Gott, Senden an Toilette. Eieieiei, ganz schön viel Zeug haben wir jetzt kaufen müssen, oder? Gastank, first brauchen wir den Gas? Das weiß ich noch nicht. Das finden wir noch raus. Jetzt gehen wir erstmal schöne Toilette kaufen, das heißt ab in den Baumarkt. Und wenn es geht, möchte ich natürlich gleich zwei Toiletten haben, ne? Weil wir haben hier nämlich einen Bereich, guck mal, schaut mal schön. Wir haben hier einen Bereich für Männer und wir haben hier einen Bereich für Frauen. So. Dann mal ab Richtung Baumarkt, oder? Der muss irgendwo hier hinten, glaube ich, sein. Boah, ich habe so Bock, ehrlich. Ich habe das Spiel schon mal durchgezockt, da vor Ewigkeiten. Und ihr habt es in den Kommentaren geschrieben, ne, dass das vielleicht mal eine gute Idee wäre. Also probieren wir es aus, ja. Wie gesagt, ich habe das schon mal gespielt und es hat echt Spaß gemacht. Aber die Spiele sind halt relativ schnell. Ja, hast du eigentlich relativ schnell durch. Das ist so ein bisschen das Problem. So, eine Türe brauchen wir, ein Klo brauchen wir, dann brauchen wir noch ein Waschbecken. So, ich habe auf jeden Fall mega Bock. Zack. Und das hier. Sehr schön. So, jetzt haben wir das, Tür. Also, Senden an Toilette. Senden an Toilette. Ich glaube, die Toilette haben wir jetzt schon weggeschickt, ne? Wir bräuchten jetzt halt vielleicht noch, um Papier aufzuhängen. Oh, das günstigste natürlich erst. Ist ja klar, ne? Bei Scarecrow, ja, scheißt man am teuersten, aber hat das günstigste Mobiliar, so gehört sich das. So, kriegen wir jetzt noch das Ganze ein zweites Mal hin. Ich hoffe's. Zack. Und weg an die Toilette damit. Und senden an Toilette, sehr schön. Und jetzt brauchen wir halt nochmal Tür, sehr gut. Zack. Gib ihm. Wo ist denn jetzt hin? Ach Mist, habe ich jetzt storniert, weil ich nicht... Ah, okay, erst mal. So, zack. Dann nochmal hier kaufen.
Senden an Toilette. Zack. Top. Und jetzt brauchen wir noch das hier. Ein zweites Mal. Zack. Wo ist eigentlich das andere? Ah, das liegt schon hier noch, ne? Okay, nee. Aber das. Boah, ich muss mal. Wir müssen gleich mal gucken. Zur Not müssen wir halt nochmal her. Ob wir das auch zurückgeschickt haben. So, und das günstigste Waschbecken brauchen wir nochmal. Zack. So, neue Fliesen und so. Das kaufen wir alles noch nicht. Dafür haben wir noch nicht genug Kohle. Ah, seht ihr? Jetzt haben wir noch $31 übrig. Und das brauchen wir halt auf jeden Fall, um. Ne, wenn wir Klopapier auffüllen müssen, Raumspray auffüllen müssen und. Das können wir nicht noch rausblasen jetzt. Das geht nicht. Ja. So, guck mal. Ah, sehr schön, sehr schön. Oh, und hier muss dann auch gleich mal gefeudelt werden. Aber jetzt bauen wir erstmal ein. So, kommen wir erstmal zu den Herren. Erstmal das Waschbecken drin gemacht. Zack. So, nochmal Komfort plus 1. Ja, perfekt, oder? Spiel gespeichert. Okay, alles klar. So, dann kommt die Türe rein. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch das erste Klo. Wo ist es? Da. Top. Oje, oje. Hier muss auf jeden Fall gefeudelt werden. Ja? Hier muss auf jeden Fall gefeudelt werden. Zack. Perfekt. So, das erste Männerklo, das passt. Oh, wir müssen schon wieder essen, trinken. Wir müssen schon wieder essen und duschen. Ach, je. Ja, dann machen wir das gleich mal. So, wie wir hier fertig sind, oder? So, dann hier die Türe rein. So, dann haben wir nicht auch gleich das erste Damen-WC noch fertig, weil es macht ja keinen Sinn. Warum sollen wir denn jetzt zwei Herren-WCs haben? Und dann müssen wir die ganzen Frauen wegschicken. Das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja beide Geschlechter gleich abzocken. Wir wollen ja nicht nur eins abzocken. Ja, da sind wir schon. Da stehen wir auf jeden Fall. Da steht Scarecrows Kackparadies auf jeden Fall für Gleichberechtigung. Das ist doch ganz klar, oder? So, zack. Die müssen wir dann auch mal auffüllen, ne? Sehr schön. So, gut. Haben wir den hier auch? Ah, hier fehlt noch ein Waschbecken. Da müssen wir mal los. Oh, kriegen wir das noch hin, ein Waschbecken? Weil wir haben nur noch $31. Ach, hey. Nicht, dass wir schon pleite gehen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht. Ehrlich. Ich habe das Waschbecken vielleicht vergessen. So, zack. Das müsste jetzt passen, oder? Ja, perfekt. Okay, alles klar. So, jetzt einmal kurz feudeln. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob man dafür irgendwann irgendjemand einstellen kann. So, das hier. Machen wir erstmal hier. Das ist das Raumspray. Da. Oh, hallo. Herzlich willkommen bei Scarecrows Kackparadies. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie reinschauen. Kleinen Moment. Hier wird gerade noch ordentlich gefeudelt. Ja? So. Lassen Sie sich nicht stören. Genießen Sie es, ja? So, sehr schön. Top. So, vielleicht ist es wie beim Internet-Café-Simulator. Da hatten wir ja dann irgendwann einen Reinigungsroboter. Vielleicht kriegen wir das ja auch. Ich weiß es wirklich. Ey, das ist ewig her, wo ich das gezockt habe. So. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. So, warte mal. So. Beehren Sie uns bitte bald wieder, ja? Wo ist denn hin? Hat der nicht bezahlt? Oh, mehr Leute würden kommen, wenn es Toilettenpapier gäbe. Oh je, auf jeden Fall. So. Na, war's schön? Ja. Dankeschön, herzlichen Dank. Ne? Beehren Sie uns bald wieder. Scarecrows Kackparadies. So, Toilettenpapier. Müssen wir auffüllen. Warte, hier, zack. Oh je, das haben wir ganz vergessen. Boah, wie hat der sich jetzt abgewischt? Will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen. Ganz ehrlich. Was ist denn los? Oh, der hat mich abgezogen. Junge, was ist denn los mit dir? Sag mal, ey, furchtbar, oder? Muss ich hier noch für die abziehen, oder wie? Mann! So. Und zack, einmal aufgefüllt. Hier ist alles gut. So, warte mal, fehlt da noch was? Nee, das ist... Nee, alles klar. Das ist für die hintere Toilette. Alles klar, aufgefüllt ist. So, da werden wir aber auf jeden Fall in jede Kabine auch noch so eine zweite Klorolle hängen. Damit das mit dem Papier einfach schneller... Damit das Papier nicht so schnell aus ist, sondern dass die wirklich ordentlich Papier haben. Und wir sollten jetzt halt wirklich auch mal nach Hause kurz was essen und vielleicht eine Runde duschen. Aber ich möchte jetzt gerade nicht weg im Moment, ja? Weil jetzt brummt der Laden. Scarecrows Kackparadies. Boah. Was ein Name. Scarecrows Kackparadies. Mensch, jetzt. Ja? Der brummt. Zack. Perfekt. Sehr schön. Oh, wie ist das, wenn wir jetzt weggehen? Geht's dann hier weiter oder nicht? Weiß gar nicht mehr. Na komm, wir gehen einfach mal. Oh, Komfort minus 1, warum? Wegen was? Was ist hier los? Was?
Müssen wir vielleicht sprühen? Hat der vielleicht so einen reingedonnert? Hier, guck da. Der hat so richtig einen gedonnert, würde ich mal sagen, oder? Ja, wir wollen noch sprühen, aber irgendwie. Jetzt. So, ist jetzt wieder gut, oder? Perfekt. Sehr schön. Und da ist der Komfort auch wieder oben. So gehört sich das. Oh Gott, hier ist auch noch. Ach, herrje. Mein Gott, wie riecht das denn in Scarecrows Kackparadies? Das geht ja gar nicht. Ach, herrje. Na? Hä? Das macht er mal. Sprühen. Sehr schön. Top. So. Hier vorne noch. Ah, ja. Schön der Rosenduft. Schön der Rosenduft. Und ja, bei den Damen noch. Mann, da muss schon wieder gefeudelt werden. Furchtbar. Zack. So, wir können auch gleich mal aufs Handy gucken und mal schauen, was wir da haben. Ich glaube, da konnte man irgendwie Mitarbeiter ordern, aber dafür haben wir einfach noch nicht die Kohle. Das müssen wir im Moment alles noch selbst machen. So, weg damit. Und dann geht's aber schnell mal kurz nach Hause. Dann geht's wirklich kurz mal nach Hause. Weil, einmal kurz duschen und einmal kurz. Zack. Nehmen wir mal zu. Und jetzt ab nach Haus kurz. So, ab nach oben. Und hopp. So, ey, warum steht bei uns die Türe auf? Was ist denn da los? Mann. Unglaublich. So, einmal kurz. Zack. Den hier gemacht. Und einmal kurz was gegessen. Mh, yummy yum. Lecker. Und dann einmal kurz unter die Dusche gesprungen. So, zack. Ach, hey. Schnell weg damit. So, zack. Und weiter geht's. Ja, gehen wir wieder arbeiten, ne? So. $36. Oh, sind wir gerade durch die geschlossene Tür gelaufen? Ehrlich? Okay. Naja. Das kann schon mal passieren, ne? Das kann schon mal passieren. So, hallo, herzlich willkommen bei Scarecrows Kackparadies. Seien Sie herzlich begrüßt. Schön, dass Sie... Ja. Haben Sie uns besucht? Nein. Schade. Scheinbar war noch kein weiterer Kunde da. Mist. Mist. Was machen wir jetzt? So. Müssen wir irgendwas reinigen vielleicht unter Umständen? Zack. Schauen wir mal. Nö. Ist alles gut? Nee, ich will nichts abbauen. Bist du bekloppt? So, zack. Nö, ist alles gut. Alles in Ordnung. Zack, kommt das hier rein. Sehr schön. Warum stellen wir denn eigentlich keine Klobürsten in die Kabinen? Das können die doch selber machen, oder? Das müssen wir doch nicht machen. Hallo? Scarecrows Kackparadies hat eröffnet. Bitte kommen Sie kacken. Kommen Sie doch kacken, bitte. Ach, kommen Sie doch vorbei. So, komm. Wir gucken mal, ob wir so ein WC-Schild irgendwo kriegen. Ich glaube aber, das war im Baumarkt, ne? Ich glaube, das war im Baumarkt. Zack. Komfort minus 1. Was ist denn jetzt schon wieder? Das war doch gar keiner da. Das kann doch nicht schon wieder. Das kann doch nicht schon wieder hier müffeln. Warum Komfort minus 1? Was passiert? Hä? Oder ist da gerade jemand drin? Da ist nichts. Und da drüben? Das ist auch nichts. Ach, wegen dem Schmutz da vorne wahrscheinlich. Ach, hey. Ja, jetzt wollen wir es aber mal nicht übertreiben, oder? So, komm. Wir gehen uns mal ein Toilettenschild kaufen und hoffen auf mehr Kunden. Damit die auch mal sehen, ja, wo es zu Scarecrows Kackparadies geht. Weißt du? Das ist wichtig. So, was haben wir denn hier? Das sind Werkzeuge, die brauchen wir gerade nicht. Genau das hier will ich kaufen. Aufkleber. Hoch, was? Hochohmiger Bodenaufkleber. Alles klar, gekauft. So, komm mit. Zack, das WC-Schild. Und senden an Toilette oder abholen. Dann machen wir abholen, komm. Dann können wir es gleich kleben. Ah, Mann, ich sag's euch, wir werden reich. Wir werden richtig reich werden. So, ich denke mal, dass nachts eh weniger los ist. Muss man das hier? Guck mal hier, zack. Jawoll. Oh, Komfort plus 4 dazu. Da müssen wir gleich mal den Dreck hier drin noch wegmachen wieder. Zack, wir gucken uns auch gleich mal das Handy an, was es da so alles gibt. So, aber erstmal hier den Dreck runter, oder? Sehr schön.
Oh ja. So, jetzt da vorne noch. Hier ist alles gut. Und stinken tut's auch nicht. Perfekt. So, Handy. Wir gucken mal kurz. Was haben wir denn hier Schönes? Wir können Klempner rufen. Wir können Rechnungen bezahlen. Beschäftigung. Okay. Täglicher Reinigungsservice. Suchen Sie einen günstigen Reinigungsservice. Besser erschwinglicher Reinigungsservice, der die Pflegestandard und Detaillierungsgrad der Kunden erwarten und fordern. Hohoho, das ist aber echt wieder gut übersetzt, ne? Das ist wieder echt gut übersetzt. Das ist Kammerjäger wahrscheinlich, ne? Sprühen, okay, alles klar. Dann haben wir Briefkasten, lesen. Hallo Toiletten. Hallo Toilettenmanager. Wir haben festgestellt, dass Sie ein angesehenes Unternehmen haben. Wir möchten in Ihrem Unternehmen werben. Möchten Sie unser Geschäftspartner sein? Ja, alles klar, logisch. Machen wir doch, oder? Dafür gibt es hoffentlich Kohle. Antwort gesendet, zack. Perfekt. So. Kennt ihr das? Oh, Entschuldigung, in so Toiletten, ne, wenn da so Werbung hängt am Klo? Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wer dann was kauft? Oder wer sagt, oh, das ist super. Ne? Also ich habe zum Beispiel so Grillkamin oder so Kaminwerbung, ne, für so einen Heizkamin und sowas teilweise, habe ich alles schon gesehen. Ja, gerade wenn du so auf den Sanifair-Klos bist, ja. Und da stand ich auch schon da, ne, und dachte so, Alter, wer steht jetzt hier, ja, entleert seine Blase. Und kommt auf die Idee, ach, guck mal da vorne, ich brauche jetzt einen Heizkamin unbedingt. Jetzt mal ehrlich, habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Ja? So, dann, achso, halt hier, genau. Zack. Vor lauter Quatschen wieder, weißt du? Wie komme ich denn jetzt wieder? Erstmal weg. So, genau. So, Rechnungen, Klempner, MyGames. Beschäftigung. Wie gesagt, wir könnten jemanden, jetzt ist 6 Uhr, da lohnt es auch nicht mehr nach Hause zu gehen. Hier wird es doch langsam wieder losgehen, oder? Hoffe ich mal. Also wie gesagt, hier können wir, aber das gehen wir noch nicht aus, auf gar keinen Fall. Wir wollen das noch sparen. Aber solange noch so wenig los ist, könnten wir eigentlich, Klopapier ist noch drin, sehr schön. Gucken wir mal da. Ja, hier war ja noch keiner. Genau. Wir könnten uns eigentlich nochmal für jede Toilette so, oh, hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Was? Ja, bitte kommen Sie rein, das ist schön. Ah, der macht Werbung, okay. Der macht jetzt Werbung. Top. Irgendwie, also während dem Auto speichern, hat es immer so einen kleinen Leck. Da kann ich leider nichts gegen machen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das tut mir sehr leid. Liegt nicht an mir, wirklich nicht. Aber während dem Auto speichern, hat es immer so einen kleinen Leck irgendwie, das Game. So, schauen wir mal kurz. Zack. So, das kaufen wir noch zweimal. Damit wir wirklich immer genug Klopapier in den Kabinen haben. Das macht Sinn. Alles andere ist im Moment totes Kapital. Och nee, Mist. Jetzt habe ich es wieder zurückgelegt. Wollte ich gar nicht. So, jetzt. Zack. Das ist auf die Kasse. Zack. Und senden. Und ab geht's. So. Ich mag einfach diese kleinen Simulatoren. Ich finde das schön. Ja. Am besten gefallen hat mir eigentlich der V-Shop-Simulator. Also der ist wirklich genial. Kann ich euch empfehlen. Ja, findet ihr bei mir auf dem Kanal. Wenn ihr möchtet, schaut gerne mal rein in den V-Shop-Simulator. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Hallo, war's schön bei Scarecrow's Kackparadies? Das freut mich. Ne? Ich hoffe, sie haben gespült, guter Mann. Ja, ich hoffe, sie haben gespült. So, zack. Mhm. Ah, guck mal, vorbildlich, ne? Hat gespült und alles, top. Aber da vorne müssen wir gleich wieder sauber machen. Da müssen wir gleich wieder durchfeudeln. Zack. So, ich finde den Spielsound irgendwie sehr, sehr leise, aber ich kriege den nicht höher gedreht. Top. So, ich hoffe natürlich dann im Schnitt, dass ich den noch ein bisschen lauter machen kann. Ich höre kaum selbst unsere Schritte. So, dann, oh, jetzt geht's aber ab. Guckt euch das an. Hallo und herzlich willkommen bei Scarecrow's Kackparadies. Jetzt ist hier aber Action. Jetzt ist hier richtig Action. So, wir feudeln nur mal kurz durch. Bitte lassen Sie sich nicht stören, ja? Wir feudeln nur mal kurz hier durch. So. Hier ist alles in Ordnung und sauber. Das heißt, wir können aber gleich sprühen, ne? Weil wenn die jetzt ordentlich einen in die Schüssel donnern, da wird es hier gleich aber richtig, glaube ich, ne? Da wird es hier gleich richtig heftig. Ey, wir müssen schon wieder essen und duschen. Ey, wir haben da erst gegessen und geduscht. So.
Hat sie Ihnen gefallen? War schön, ja? Das freut mich, ja? Das Scarecrows Kackparadies steht für Gleichberechtigung. Ey, hey, aber abziehen! Das nächste Mal auf jeden Fall abziehen! Ich mach das nicht, ja? Hallo? Es geht noch, oder was? Okay, gut, wir haben $10 mehr. Sehr schön. Hahaha, top. So, zack, füllen wir auch noch auf. Perfekt, der hat auch nicht abgezogen. Was sind denn das für Schweine, ehrlich? Das ist ja furchtbar. So, zack, das wieder rein. Top. So, wie gesagt, ich mag einfach diese, ja, diese kleinen, ja, bisschen schrottigen Simulatoren sehr. Oh, hallo, guten Tag, werte Frau, ich grüße Sie. Schön, dass Sie reinschauen bei Scarecrows Kackparadies. Ja, wir kommen sofort wieder. Wir würden nur mal kurz was essen. Ey, warum müssen wir denn schon wieder essen? Das ist ja furchtbar. Das ist ja richtig schlimm. So, wir müssen mal überlegen, wie viel Kohle brauchen wir denn für eine weitere Toilette? So, Supermarkt. Was essen wir denn kurz? Habt ihr hier? Da. Was ist das? Komm, zack. Einmal hier Bohnen. Mann, Mann, Mann. Abholen. Zack, und reinpfeifen. Ja, da gehen wir halt mal ungeduscht zur Arbeit zurück, oder? Aber wenigstens haben wir was gegessen. Das war schon mal gut. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sehr gut, sehr gut. Ja? Sie wissen, ne? Scarecrows Kackparadies hat, ne, geöffnet. Falls Sie sich mal irgendwie, ne, den Darm trainieren müssen oder so. Ja? So, hallo, guten Tag. Na, hat's Ihnen gefallen bei Scarecrows Kackparadies? Das freut mich. Das ist sehr schön. Sehr gut. So, ey, $40 haben wir wieder. Hohoho. Wir werden reich. Wir werden richtig reich. So, zack. Einmal weggefeudelt. So. Und da müssen wir auch gleich gucken, ne? Ob die alles ordentlich hinterlassen hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier ist noch alles gut. So. Und jetzt haben wir auch die Werbung hängen, ne? So, und alles gut bei dir? Ja, die hat, nee, nicht abgezogen. Nicht abgezogen. Unglaublich, ne? Aber wenigstens Deckel runtergemacht. Das wäre schon mal was. Hat's getroffen? Ja, hat's. Sehr schön. So, und Rinder mit. So, na, waren Sie zufrieden? Alles gut? Seht ihr, guckt, hier haben wir die Werbung. Haha, damit machen wir jetzt hoffentlich ordentlich Kohle. Jeden Monat oder so. Oder täglich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wann es da Geld für gibt. Ich hoffe auf jeden Fall, es gibt Geld. Sonst reißt man die komplett wieder runter. Wir machen hier keine Werbung umsonst. Ne? Good Shopping, Nice Shopping. Super Sale Market. Das ist doch toll. So, wo ist der Typ? So. Ey, ich hoffe, die bescheißen uns nicht um unsere Kohle, oder? Ja? Was ein geiles Wortspiel. Ich hoffe, die bescheißen uns nicht um unsere Kohle. Bei Scarecrows Kackparadies werden wir hoffentlich nicht beschissen. Das wäre doch toll. So, wir müssten eigentlich mal duschen. Komm, wir gehen nach Hause und duschen. Ich gehe nach Hause und duschen. Ist halt cool, ne? Du hast halt nachher dann auch so selbstreinigende Toiletten. Ja, du hast halt dann mehrere Kabinen. Du hast, da geht noch einiges, da geht noch einiges. Ne? Du hast dann Mitarbeiter. Irgendwann kannst du auch so einen automatischen Sprüher irgendwie kaufen, dass dein Raumspray halt automatisch gesprüht wird, wenn ich mich recht entsinne. Und, ne? Also, da haben wir noch einiges zu tun. So, und wir gehen jetzt nochmal schön duschen. Und während ich dusche, zack. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Like, Kommentar und ein Abo da. Ja, wäre wichtig, weil daran sehe ich, ob ihr Bock habt auf das Game oder nicht. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich glaube, es könnte lustig werden, wenn wir dann da, ja, die Leute zusammen scheißen. Bei Scarecrows Kackparadies. Alles klar. Wie gesagt, gerne Like, Abo, Kommentar da lassen. Wäre sehr, sehr nett. Und das Video sehr gerne teilen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns, ja, entweder beim nächsten Mal Toilet Management Simulator, also bei Scarecrows Kackparadies, oder beim anderen Video. So, ciao.